Zur Vorstellung. Heute möchte ich euch das El Trampero Ciervo vorstellen. Dieses Messer wird bei der argentinischen Tochtergesellschaft der Firma Böker unter dem Namen Böker Arbolito hergestellt. Das Messer ist gefertigt aus Böhler N695er Stahl aus Österreich. Hergestellt wird es in der sogenannten Tapered Tang Bauweise, das heißt, der durchgehende Flacherl verjüngt sich zum Messerende hin. Die Gesamtlänge des Messers liegt bei 21,5 cm. Die Klingenlänge beträgt 10,5 cm. Das Messer verfügt über einen Flachschliff und ein relativ breites Ricasso. Hier ist ein Fingerschutz angebracht, der im Prinzip die Form von einem breiten Schraubendreher hat. Das Messer hat außerdem ein sehr ausgeprägtes, ich sag mal, Hornhaut produzierendes Jimping, was auf den ersten Blick relativ weit vorne liegt, aber eigentlich in der Handhabung ganz gut funktioniert. Die Griffschalen sind aus ausgesuchtem Hirschhorn, weil es sich hier um ein Naturprodukt mit angeschliffenen Hornkanälchen handelt, sieht diese Griffschale immer so ein bisschen schmutzig aus. Zwischen dem R und den Griffschalen ist eine rote Kunststofflage oder Fiberlage, die ein bisschen faserig ist und am Anfang immer hier so etwas ausgefranst hat. Außerdem ist hier hinten ein Loch für einen Fangriemen bzw. für ein Lanyard. Das Messer kommt mit einer kräftigen, sehr dicken Lederscheide, die in Kroko-Optik gehalten ist. Das heißt, dieses Kroko-Muster ist hier aufgeprägt. Da musste kein Krokodil für sterben. Es hat eine ausreichend breite Gürtelschlaufe und eine Sicherungsschlaufe, die mit einem Druckknopf kräftig verschließt. Auf diesem Druckknopf sehen wir das Wappen der Firma Böker. Und dieses Wappen ist ebenfalls auf der Rückseite noch einmal eingeprägt. Normalerweise bin ich eigentlich gar kein Freund von Hirschhorngriffen oder von sonstigen Horngriffen. Allerdings war hier bei diesem Messer der Preis für diese Hirschhorn-Variante deutlich geringer als der Böker-Katalogpreis für die Holz-Variante und deswegen habe ich mir dieses Messer mal gegönnt. Es liegt mit diesem Hirschhorngriff sehr gut in der Hand. Ich habe immer das Gefühl, dass der vielleicht ein bisschen empfindlich ist, aber insgesamt die Kombination aus Hirschhorngriff, schön polierter Klinge und dieser rustikalen Krokoscheide, das ist stimmig. Also das Messer gefällt mir optisch schon mal sehr, sehr gut. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.